Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder um einen ganz besonderen Lesevlog, denn ich lese heute wieder zwei gehypte Bücher von TikTok. Ich freue mich auf die beiden Bücher, die ich jetzt rausgesucht habe, schon sehr lange und bin deswegen schon mega, mega gespannt auf die beiden. Ich habe mir jetzt einmal Daisy Jones and the Six rausgesucht und Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. Beides natürlich Bücher, die man auf TikTok so, so, so oft gesehen hat. Vor allem würde ich sagen Zurück ins Leben geliebt. Das ist nämlich die Übersetzung von Ugly Love und das Buch habe ich auch schon so oft hier gezeigt. Aber auch Daisy Jones and the Six ist absolut ein gehyptes Buch. Dazu ist jetzt auch die Serie rausgekommen, die ich danach dann unbedingt sehen möchte. Ich habe euch beide Bücher schon mal gezeigt, schon mal vorgestellt. Trotzdem fasse ich das jetzt nochmal zusammen. In Daisy Jones and the Six geht es erstmal um Daisy Jones. Sie ist jung, schön, von ihren Eltern vernachlässigt, hat eine klare Stimme und einen starken Willen. Sie möchte mit ihren eigenen Songs auf der Bühne stehen. Als sie zum ersten Mal gemeinsam mit The Six auftritt, ist das Publikum elektrisiert von ihr und Billy, dem Leadsänger der Band. Die beiden zusammen sind nicht nur auf der Bühne explosiv und führen die Band zu ihrem größten Erfolg. Auch Backstage sprühen die Funken, bis eines Tages alles in Flammen steht. Ich habe wirklich von so vielen schon gehört, dass sie das Buch absolut geliebt haben. Ich habe aber auch schon einige Stimmen gehört, die gesagt haben, dass es irgendwie nicht so deren Geschmack getroffen hat. Und ich bin extrem gespannt, wo ich mich einordnen werde. Also ich hoffe zwar, dass es ein absolutes Lieblingsbuch vielleicht von mir werden könnte, aber ich werde da nicht mit überdimensional krassen Erwartungen rangehen. Einfach weil ich eben auch schon gehört habe, dass es für viele eben ganz gut war, das Buch, aber jetzt irgendwie nichts Krasses. Das Buch ist außerdem nicht so normal geschrieben, sondern eher wie so in einem Interviewstil, würde ich sagen. Also man hat dann eben immer gewisse Sachen erklärt aus der Sicht von Daisy, zum Beispiel aus der Sicht von Billy. Und das ist eben nicht so ein Fließtext, sondern immer von den einzelnen Personen. Es wird aus super vielen unterschiedlichen Sichtweisen erzählt und da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie das umgesetzt ist, wie das so beim Lesen ist und ob das mir gefällt. Ich habe jetzt auch schon mal geschaut, ob ich das Hörbuch hören kann. Ich glaube, ich habe es jetzt auf jeden Fall schon gefunden und ich werde dann nebenbei vielleicht auch ein bisschen ins Hörbuch hören, weil ich schon mal gehört habe, dass das Hörbuch jeweils für die einzelnen Personen mit unterschiedlichen Stimmen vertont wurde. Und das finde ich ganz interessant, da mal auch reinzuhören. Deswegen fange ich jetzt mit dem Buch an und danach mache ich dann mit Zurück ins Leben geliebt weiter und spreche dann eben, wenn ich das lese, darüber. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Buch von Taylor Jenkins Reid an. Das ist auch mein erstes Buch der Autorin und ich bin sehr gespannt drauf. That's another I don't know. That's another I don't know. That's another I don't know.
Jetzt schon ein paar Tage später, ich glaube sogar fast eine Woche, aber ich habe noch ein anderes Buch gelesen, was mich mehr aufgehalten hat, als ich dachte. Deswegen bin ich jetzt bei Daisy Jones and the Six erst auf Seite 100. Die letzte Lesewoche war nicht so gut, deswegen bin ich da nicht so gut drin vorangekommen, aber ich versuche heute auf jeden Fall noch einiges zu lesen. Ich habe nebenbei immer mal wieder das Hörbuch dazu gehört, sonst wäre ich gar nicht vorangekommen, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das Hörbuch, glaube ich, erstmal wegpacke, weil es mir schwerfällt, mich an die Stimmen zu erinnern und dann an die Charaktere. Also ich kann irgendwie nicht von Anfang an die Stimmen den Charakteren zuordnen und deswegen fällt es mir manchmal schwer, dem Ganzen zu folgen. Trotzdem kann ich das Hörbuch auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn man es irgendwie so nebenbei, neben dem Lesen hören möchte, weil wirklich jede einzelne Person hier vertont ist, also mit einer anderen Stimme vertont ist, was ich richtig, richtig cool finde. Ich habe das Hörbuch jetzt auf Nextory angemacht, also das ist auch eine Hörbuch-App und da habe ich mir Daisy Jones eben angemacht, aber ich werde es jetzt wahrscheinlich trotzdem weiterlesen. Trotzdem nochmal kurz zu Nextory. Wie gesagt, ist das eine Hörbuch-App. Es gibt da über 500.000 Buchtitel als Hörbücher und auch als E-Book. Also man kann da auch E-Book zwischendurch lesen, wenn man zum Beispiel ein Buch vergessen hat. Finde ich mega cool. Da kann man natürlich auch seine Geschwindigkeit einstellen. Das ist mir besonders wichtig immer, weil ich die 1,0-Einstellung immer zu wenig finde. Und deswegen höre ich das mindestens auf 1,5. Über meinen Link könnt ihr Nextory 30 Tage kostenlos testen. Den Link werde ich euch auf jeden Fall mal in die Infobox packen. Schaut euch das gern an, vor allem wenn ihr auch gern, so wie ich, Hörbücher nebenbei hört, denn ich finde, das hilft mir immer noch ein bisschen Lesen und Bücher mehr in meinen Alltag zu integrieren, weil ich halt nicht immer Zeit habe, mich hinzusetzen und zum Beispiel auch beim Kochen manchmal Hörbücher höre. Und wie gesagt, kann ich Nextory total empfehlen. Alle Infos dazu nochmal in der Infobox und den Link dazu. Ansonsten, wie gesagt, bin ich erst auf Seite 100. Ich kann vom Inhalt her nicht so viel bis jetzt sagen. Ich finde es ganz cool, wie es aufgebaut ist. Komme damit eigentlich ganz gut klar, würde ich sagen. Also ich habe damit jetzt nicht so ein Problem. Nach 100 Seiten habe ich aber leider noch nicht das Verlangen, das Buch irgendwie wieder in die Hand zu nehmen, weiterzulesen. Also mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Spannung da dran. Man hat auf jeden Fall erstmal hier Daisy Jones kennengelernt. Ihren Charakter finde ich sehr schwierig einzuschätzen, weil ihr gefühlt alles in die Wiege gelegt wurde. Also sie ist schön, ohne große Anstrengungen, kann sie super singen und ihre Eltern sind reich. Die Kontakte zu Musikproduzenten und alles Geldliche spielt gar keine Rolle. Das fliegt ihr nur so zu. Und deswegen finde ich sie manchmal ein bisschen schwierig, weil es, finde ich, manchmal auch so ein bisschen platt drüber kommt. Also wir haben hier irgendwie so einen Charakter, finde ich, mit dem man sich wahrscheinlich teilweise schwer identifizieren kann. Deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich Daisy Jones einschätze,
wie ihr Charakter sich noch weiterentwickelt und was noch so vorkommt. Ansonsten haben wir auch The Six kennengelernt, halt eben die Mitglieder. Bis jetzt vor allem ist mir im Kopf geblieben Billy, der Leadsänger, glaube ich, und Camilla, die auch seine Freundin, Frau, was auch immer in dem Buch dann ist und deren Geschichte man so ein bisschen verfolgen kann. Ich finde, mittlerweile ist halt jetzt Billy auf Seite 100 ein sehr schwieriger Charakter geworden, der aber schon so realistisch ist, würde ich mal sagen. Also auch wenn es irgendwie schwierige und blöde und extrem schlimme Themen, sage ich mal, auch für Camilla zum Beispiel beinhaltet, finde ich es trotzdem sehr realistisch. Ich bin halt gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt, wie Camilla irgendwann dazu nochmal stehen wird und wie halt wirklich alles auch zwischen den Bandmitgliedern passiert. Jetzt gerade hat die Band das erste Mal etwas mit Daisy aufgenommen und jetzt, denke ich mal, fängt so ein bisschen das an, was hier hinten im Klappentext steht. Ich bin mega gespannt drauf. Es ist jetzt schon der nächste Tag und ich sitze ein bisschen schräg, weil ich hier sonst gleich vom Bett falle, aber anders kann ich gerade meine Kamera nicht aufstellen. Trotzdem wollte ich kurz was filmen, weil ich habe heute eine Mission. Ich werde heute das Buch beenden. Ich bin gestern eingeschlafen, als ich so bei Seite 135 war oder so und habe jetzt heute schon bis Seite 216 gelesen und auch nebenbei das Hörbuch gehört. Und es läuft so ziemlich gut, würde ich sagen. Also ich kann ziemlich schnell lesen, was mir mega, mega gefällt. Ich mag Taylor Jenkins Reid's Schreibstil sehr und wie sie Geschichten aufbaut, wie authentisch sie sich anfühlen, finde ich. Also ich finde, es fühlt sich an, als ob ich hier eine Band wirklich in Realität verfolge, also wie so eine Dokumentation. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Aber andererseits fühlt es sich halt wirklich an wie eine Dokumentation. Also ich kann irgendwie noch nicht zu 100% mit den ganzen Charakteren irgendwie eine Verbindung und Gefühle aufbauen, sag ich mal. Auch wenn es jetzt zum Beispiel mit Daisy schon besser geworden ist. Daisy ist mir jetzt ein bisschen sympathischer geworden und ich finde generell das Ganze, wie sie mit Billy immer zusammen Songs komponiert, finde ich sehr interessant. Also es ist ein interessantes Buch, was ich gern lese, aber ich habe noch nicht dieses 5-Sterne-Gefühl. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, das ist so das Buch, auf das ich ewig gewartet habe. Es ist halt wirklich, ich kann nicht super viel kritisieren, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur davon schwärmen kann. Es ist gut, aber es ist auch nicht herausragend gut, sage ich mal. Also ich weiß nicht, was ich da noch genau zu sagen soll, aber mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich darauf, wenn ich es beende, dass ich dann auch die Serie schauen kann. Ansonsten schaue ich jetzt nochmal, was in den nächsten 100 Seiten passiert, weil ich glaube, ich habe nur noch 130 Seiten. Gerade dreht sich sehr viel um das neue Album, was die gerade zusammenstellen. Finde ich sehr interessant. Ich finde es auch sehr detailreich. Mal schauen, was noch passiert. Ich habe Daisy Jones and the Six beendet von Taylor Jenkins Reid. Hab's dann jetzt im Endeffekt, also die letzten 200 Seiten habe ich wirklich durchgesuchtet. Deswegen kann ich sagen, dass ich, finde ich, das ganz gut gelesen hat mit diesem Interviewstil, sage ich mal. Ich habe dem Buch jetzt im Endeffekt 4 Sterne gegeben, weil ich habe nicht wirklich was auszusetzen, aber ich habe auch nicht wirklich so viel Positives zu sagen. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, was ich mit dem Buch habe. Ich fand die Story an sich richtig cool. Man hat halt einfach eine Band richtig gut kennengelernt. Man hat super viel detaillierte Sachen auch zu Songs, zu Auftritten, zu generell die Stimmung in Bands und ja, allem drumherum mitbekommen. Es hat sich einfach angefühlt, als ob die Band real wäre. Und man hat dementsprechend auch mitgefiebert und wollte die ganze Zeit wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht. Gleichzeitig habe ich aber auch das Problem, dass ich nicht wirklich mit jedem der Charaktere warm geworden bin. Also ich habe das ja am Anfang schon gesagt mit Daisy, obwohl Daisy mir schon dann sympathischer geworden ist im Endeffekt im Buch. Das gleiche habe ich aber auch so ein bisschen mit Billy. Also ich konnte irgendwie nicht so zu 100% den Zugang zu den Charakteren finden. Toll fand ich trotzdem von den Charakteren her noch Karen und Camilla vor allem auch. Auch die Beziehung zwischen Graham und der anderen Person. Ich will jetzt
eigentlich nicht spoilern, deswegen lasse ich die Namen mal einfach aus, aber das fand ich richtig gut auch noch an der Geschichte. Da hat man auch so ein bisschen mitgefiebert. Gleichzeitig war diese Beziehung aber auch sehr realitätsnah und deswegen hat mich das auch schon sehr mitgenommen, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich muss generell sagen, von der Autorin richtig gut umgesetzt, das Buch. Natürlich auch mit, sage ich mal, auch schwächeren Charakteren oder Charakteren, die man nicht ganz so mag. Also es gab zum Beispiel Eddie in der Band, den ich jetzt nicht zu 100% sympathisch fand. Ich glaube, der eine hieß noch Ron. Der hieß Rod, sorry. Von dem, ehrlich gesagt, habe ich nicht ansatzweise ein klares Bild bekommen. Ansonsten, wie gesagt, fand ich das Buch richtig gut, so im Ganzen, aber für ein 5-Sterne-Buch, für ein krasses Highlight, hat mir da einfach ein bisschen was gefehlt. Ansonsten kann ich es auf jeden Fall empfehlen für jeden, der irgendwie mal was anderes lesen möchte. Ich bin super froh, dass ich es gelesen habe. Als nächstes steht natürlich jetzt auf dem Plan, dass ich irgendwann Die 7 Männer der Evelyn Hugo lese und Malibu Rising kommt jetzt raus. Und auf die freue ich mich schon sehr, sehr, sehr doll. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt dann heute weiter mit Zurück ins Leben geliebt von Colleen Hoover. In dem Buch geht es ja um Tate und Tate zieht zu ihrem Bruder nach San Francisco, um da, glaube ich, studieren zu können und trifft dann auf Miles. Das ist der beste Freund von ihrem Bruder und der wohnt gegenüber. Und genau, es geht grundsätzlich um die beiden, ist eine Romance-Geschichte und deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt letztens auf Instagram gepostet, dass ich das Buch jetzt bald lese und mir haben auch schon wieder super viele Leute geschrieben, dass sie das Buch richtig gut fanden und eine Person hat mir auch geschrieben, dass ich Taschentücher bereithalten soll. Also bin ich jetzt mehr als gespannt und ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Und dann würde ich sagen, melde ich mich, wenn ich da ein bisschen weitergekommen bin. So, ich habe jetzt heute schon bis Seite 106 gelesen, also das Ganze habe ich schon gelesen. Ich muss ehrlich sagen, lässt sich super flüssig, super leicht lesen. Bin super gut in die Geschichte reingekommen. Ich mag Tate als Hauptprotagonistin sehr, 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 sehr gern. Sie ist nicht so naiv, also sie geht ja jetzt hier mit Miles eine Affäre ein, ohne halt eine Beziehung zu führen. Und sie geht da nicht so ran von wegen, ja, es ist unmöglich, dass sie Gefühle für ihn empfinden kann, sondern sie ist da schon irgendwie so sehr selbstreflektierend und weiß, dass es vielleicht dazu kommen könnte, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es dazu kommen wird. Und das finde ich irgendwie super cool. Sie hat eine coole Art, finde ich einfach. Deswegen macht es irgendwie auch sehr Spaß zu lesen. Miles finde ich auch eigentlich einen sehr interessanten Charakter. Er ist sehr verschlossen, erzählt nicht viel oder besser gesagt gar nichts. Wenn irgendwas gefragt wird, ignoriert er das einfach. Man hat hier teilweise jetzt auch Rückblicke gehabt in eine Zeit 6 Jahre zuvor. Das ist so ein bisschen wirr geschrieben manchmal. Also teilweise sehr poetisch geschrieben und ist auch anders formatiert, sage ich mal. Und da war ich zuerst ein bisschen verwirrt, aber eigentlich mag ich es ganz gern. Da will ich aber ehrlich gesagt nicht so genau drauf eingehen, weil es hier hinten nicht draufsteht, deswegen würde ich das jetzt als Spoiler ansehen, wenn ich darüber rede. Das ist das Einzige, was mich gerade noch so ein bisschen stört, weil die Handlung dort ist so sehr unvereinbar mit der Gegenwartszeit, sage ich mal. Und eigentlich mag ich das auch nicht so gern, wie es aufgebaut ist, aber ich bin gleichzeitig super gespannt, wie sich das alles auflösen wird, was passiert ist und ja, warum Miles einfach so ist, wie er ist. Und deswegen freue ich mich super aufs Weiterlesen. Also es hat super gut schon mal angefangen. Ich bin sehr froh darüber und werde auf jeden Fall heute noch weiterlesen.
Okay, ich würde mal sagen, ich mache hier ganz kurz Stopp. Ich bin auf Seite 271. Also, ich habe echt nicht mehr viel. Es ist jetzt natürlich auch schon einen Tag später, aber ich muss echt sagen, ich fliege durch das Buch. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß zu lesen, weil Colleen Hoovers schreibt sie, wie ich schon gesagt habe, richtig gut und flüssig ist. So generell an den Charakteren und an meiner Meinung zum Buch hat sich jetzt nicht viel geändert. Tate mag ich nach wie vor total gern. Mit Miles habe ich irgendwie ein bisschen mehr Probleme jetzt mittlerweile. Also ich finde ihn wirklich sehr, sehr verschlossen. Natürlich handelt er manchmal nicht gut und das weiß wahrscheinlich jeder, aber mir fehlt hier natürlich auch noch der Grund, warum er so verschlossen ist, warum er so handelt und warum er so ist, wie er eben ist. Aber natürlich wird es in dem Buch darum noch gehen. Also da warte ich jetzt noch drauf ab. Das ist jetzt immer noch nicht vorgekommen. Aber wir haben ja immer wieder Rückblicke und ich frage mich halt mittlerweile, wie das Ganze sich wirklich halt entwickelt hat. Also ich habe schon Theorien, wie das jetzt halt so kommen konnte und ich hoffe trotzdem, dass Colleen Hoover mich hier noch ein bisschen überrascht und meine Theorien nicht so zu 100% stimmen, weil ich sonst vielleicht ein bisschen enttäuscht bin. Aber kommt halt auch drauf an, wie sie es umsetzt. Deswegen, ich habe jetzt noch knapp 80 Seiten, 90 Seiten vielleicht, wenn es hochkommt. Ja, vielleicht werde ich die heute lesen, vielleicht werde ich es morgen beenden. Mal schauen. Ansonsten ist es jetzt bis jetzt auf jeden Fall kein Highlight, weil mir irgendwie noch ein bisschen so die Connection von mir aus zu den Charakteren fehlt. Also ich verbinde mit denen jetzt irgendwie noch nicht so viel. Deswegen, ja, mal schauen. Was ich noch ganz süß finde, was Colleen Hoover mit reingebracht hat, ist dieser Cap, der immer unten an den Aufzügen sitzt und sich mit Tate unterhält. Das finde ich ganz niedlich. Und Tates Bruder finde ich auch richtig cool. Deswegen, ja, ich bin gespannt. Lässt sich auf jeden Fall super leicht lesen. Jetzt beendet und habe dem Buch 3,5 Sterne gegeben. Ich muss vorab sagen, ich fand es nicht schlecht. Deswegen ja 3,5 Sterne. 3,5 Sterne ist nicht schlecht. Aber ich fand es auch nicht krass gut. Also ich habe einige Sachen gehabt, die mich super gestört haben irgendwie. Und auch teilweise auch einfach Sachen, die ich nicht so gut fand. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal ganz kurz schon mit dem Ende an. Die Auflösung, warum Miles so ist, wie er ist, habe ich ja fast Anfang des Buchs schon so erwartet und deswegen war es am Ende für mich irgendwie nicht mehr so traurig und nicht mehr so unerwartet und irgendwie nicht mehr so überraschend. Also es war, als ob ich eine Szene gelesen habe, bei der ich mich schon vorher gespoilert habe. Natürlich war es krass und es ist extrem schlimm, was Miles schon in seiner Vergangenheit erleben musste. Aber trotzdem hat es mich in dem Moment nicht mehr so mitnehmen können, leider. Für mich ist das jetzt trotzdem nicht die krasse Erklärung und Wiedergutmachung dafür, wie er sich verhalten hat. Gleichzeitig ist mir Tate gegen Ende des Buchs auch ein bisschen blöd rübergekommen, weil sie einfach die ganze Zeit gehofft hat, dass Miles doch Gefühle für sie empfinden kann. Obwohl Miles ihr gefühlt zum tausendsten Mal gesagt hat, dass er das nicht machen wird, dass er das nicht kann, dass er das auch irgendwie nicht will. Und irgendwann hat es einfach genervt. Es war nicht nur dieses Verhalten von den beiden. Es war auch irgendwie so, dass es nicht so viel Handlung gab. Also in dem Buch gibt es sehr, sehr, sehr viel Smut. Wenn nicht sogar
80% gefühlt. Und drumherum war halt einfach nichts. Und es ist nicht so, dass ich Smart nicht mag in Büchern, aber wenn das ganze Buch nur daraus besteht und irgendwie die Autorin vergisst, noch andere Handlungen mit reinzubringen, dann langweilt mich das irgendwann. Natürlich hat das auch die Story ausgemacht. Ich habe das hier nicht so kritisch deswegen gesehen, weil man kann es natürlich im Klappentext schon lesen. Und deswegen, ja, hätte die Story an sich keinen Sinn gehabt, wenn es nicht so aufgebaut worden wäre, wie Colleen Hoover es gemacht hat. Aber trotzdem hätte sie zum Beispiel einfach mehr auch über Tate bringen können. Also zum Beispiel war Tate eine Krankenschwester, glaube ich, und hat ja auch noch studiert. Und man hat vielleicht einmal oder vielleicht zweimal irgendwas darüber gelesen, dass sie arbeiten war und dass sie vielleicht am Abend eine Lerngruppe hatte. Also man hat irgendwie über Tate und ihr Leben kaum was erfahren. Dann nebenbei waren Miles und Tates Bruder und diese anderen waren alle Piloten. Wäre doch auch super interessant gewesen, noch mehr darüber zu bringen. Es hieß halt dann einfach immer nur so, ja, Miles war wieder 8 Tage weg. So. Und dann war wieder das Gleiche von dem Kapitel davor und das war dann wieder, ja, Miles war wieder 9 Tage weg. Und ja, heute ist ihr Bruder weg. Aber trotzdem habe ich das Buch einfach extrem schnell weglesen können. Also es hat mich überhaupt nicht gelangweilt, deswegen bin ich irgendwie so zwiegespalten, weil das Buch hätte so gut für mich sein können, aber mir hat halt einfach auch einiges gefehlt. Dazu finde ich, das Buch spielt ja in San Francisco und ich habe mir irgendwie so ein bisschen gewünscht, dass man auch so San Francisco und die Umgebung und die Vibes einfach mit einbringt. Das war auch hier überhaupt nicht so. Also die beiden waren einmal auf dem Weg in irgendein Möbelhaus und dann hieß es einfach nur, ja, das Möbelhaus ist gegenüber von der Straße oder am Ende der Straße und das war's, was man irgendwie über San Francisco gelesen hat. Und deswegen finde ich einfach, man hätte so viel mehr noch da rausholen können und deswegen hat es mich ein bisschen enttäuscht. Aber ich habe jetzt wirklich super viel Negatives gesagt. Trotzdem, wie gesagt, hat es mich absolut nicht gelangweilt. Auch generell, wie die Story aufgebaut war, war es eigentlich gut und ich musste die ganze Zeit weiterlesen, aber ich habe irgendwie ein bisschen mehr erwartet und das jetzt nicht mal in Bezug auf Miles und Tate, sondern auch wirklich alles drumherum, sage ich mal. Aber ich kann auch total verstehen, wenn Leute dieses Buch absolut lieben. Man muss es einfach nur mögen. Also es ist absolut Geschmackssache, was Colleen Hoover hier als Story erschaffen hat. Aber ich muss sagen, wenn ihr ein Buch sucht, was ihr wirklich wegsuchten wollt, was ihr nicht mehr aus der Hand legt, dann lest das hier. Ja, man kann die 350 Seiten wirklich wegsuchten. Also hätte ich den ganzen Tag mir Zeit genommen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch an einem Tag lesen können. So habe ich es jetzt, glaube ich, an 3 Tagen oder so gelesen und das ist eigentlich für mich schon echt krass. Deswegen Pluspunkt für das Buch. Auf jeden Fall fand ich es nicht super schlecht, aber es war jetzt auch nicht super gut, so ein gutes Mittelding und ja, damit haben wir beide Bücher beendet. Ich muss sagen, mir hat auf jeden Fall Daisy Jones and the Six besser gefallen als jetzt Zurück ins Leben geliebt, aber ist natürlich absolut Geschmackssache. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon eines der Bücher gelesen habt und wenn ja, wie ihr sie fandet. Ansonsten schreibt mir auch gerne mal, welche TikTok-Hype-Bücher ich noch lesen soll und über die ich noch ein Video machen soll. Ich würde mich super drüber freuen. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.